Lawan, Aiden hier. Melde dich. Lawan? Komm schon, Lawan, antworte. Bist du da? Na toll. Ich repariere den Sender und ausgerechnet jetzt ist bei dir Funkstille. Und auf ewig. Bis zum nächsten Mal. Sprich mit mir, Frank. Schau, wir hatten einen schlechten Start. Und das würde ich gerne ausbügeln. Trink ein. Ja? Für mich. Ach, Frank, ich habe echt keine Zeit für sowas. Ich muss irgendwie meine... Hör einfach zu. Orts muss in diese GRE-Anlage rein. Verstehst du? Deshalb müssen wir diesen Pilger finden. Er bietet einen Riesenhaufen beschissener Kristalle für die Sache. Und eine Menge Augenputscher. So, hörst du mir jetzt zu? Warum das? Abtrünnige, ja. Aber wie hast du... Der Fernsehsender wurde früher vom Militär kontrolliert. Die haben von dort aus nicht nur gesendet. Dank dir können wir jetzt den Feind abhören. Anscheinend ist Waltz hinter derselben Datenbank her wie du. Aber das Observatorium ist bis oben hin voll mit Chemikalien. Ich habe keine Ahnung, wie diese GRE-Scheiße funktioniert. Aber Waltz anscheinend sehr wohl. Vielleicht kann man nicht nur vom Observatorium aus auf die Datenbank zugreifen. Ist dieses Gespräch alles, was du hast? Für den Moment ja. Aber wenn wir uns an die ranschleichen können und ihre Frequenz abgreifen, könnten wir noch mehr Informationen über Waltzes Pläne kriegen. Wie?
Die Übertragung, die du gehört hast, wurde in der Nähe einer alten Militärantenne in der Wharf aufgefangen. Südlich von Marsh End Lane. Wenn wir die Antenne aktivieren, wird das Signal verstärkt. Und wir hören alles, was sie sagen. Jedes einzelne Wort. Dann weißt du ganz genau, was Waltz vorhat. Sonst noch was, bevor ich gehe? Eins noch. Schau dir das Poster an, Aiden. Die Nightrun haben sich immer an diesen Leitspruch gehalten. Lebe danach. Ich dachte immer, wir sind so zerrissen wie das Stück Papier da. Aber der Spruch hat nichts von seiner Bedeutung verloren. Und wenn du die Reichweite vergrößerst, kann ich die letzten der alten Nightrunner kontaktieren. Einige müssen noch am Leben sein. Ich verstehe. Das bedeutet dir eine Menge, richtig? Nicht nur mir. Jedem hier. Aber irgendetwas fehlt. Weißt du, warum ich das Poster all die Jahre behalten habe? Wegen Lawan. Als ich sie zum ersten Mal sah, war sie vielleicht 8, 9 Jahre alt. Sie war halbtot. Sah aus, als hätte sie ein Jahr lang nichts gegessen. Und wollte ein paar Kids helfen, ein Kristall von einem Dieb zurückzuholen. Der Kerl hat sie mit einem Messer bedroht. Er war doppelt so groß wie die Kinder. Stärker. Und sie hat sich auf ihn geworfen. Sie biss ihm so stark in die Hand, dass man seine Schreie noch bis nach Old Villador gehört hat. Danach hat sie den Kristall einem der Jungs gegeben. Dann ging sie einfach. Sie hatte nichts davon. Sie hätte das nicht riskieren müssen. Ich sah sie an und dachte, das ist alles, was wir noch haben. Wir Menschen können gegeneinander kämpfen. Jeder gegen jeden. Oder, ganz egal, was passiert, wir können zusammenhalten. Dann habe ich diesen Leitspruch aufgeschrieben. Durch das kleine Mädchen wurden die Nightrunner zu dem, was sie jahrelang waren. Und wenn wir auf eine Wiedergeburt hoffen, dann geht das nur mit ihr. Hast du was von LeWarn gehört? Siehst du, sie ist verdammt zäh. Vielleicht zu zäh. Ich habe sie ausgebildet, half ihre Wunden zu heilen. Nur die größte konnte ich nie heilen. Rache. Sie hat eine mächtige Mauer um sich selbst gebaut. Sie kann ihre Wut nicht loslassen. Und das könnte sie vernichten. Tja, ich weiß, das von einem Säufer, der im Glashaus sitzt. Ich kann darüber nicht urteilen, Frank. Danke. LeWarn ist so verdammt besessen von ihrer Abschussliste. Sie muss das Ding endlich wegwerfen. Andernfalls bringt es sie um. Ich hoffe, sie bekämpft ihre Dämonen besser als ich. Okay, schon unterwegs. Dann schnapp sie dir. Ich bin über Funk erreichbar. Du erinnerst mich an LeWarn, bevor sie von ihrer verdammten Abschussliste so besessen war. Ich regle den Lauschangriff auf die Abtrünnigen. Ich finde heraus, was Waltz vorhat. Versprochen. Geht's dir, Kumpel? Hey Frank, das ist ganz da oben. Ja, die Diary hat aus gutem Grund dafür gesorgt, dass man schwer drankommt. Hält Übeltäter auf Abstand. Sollte für jemanden wie dich ein Kinderspiel sein, Aiden. Brennstoffbehälter.
Also die Wisch könnte man länger stellen. Du hast doch zwei Controller, oder nicht? Thank you.
Nein! Was glaubt Frank eigentlich, wer er ist? Einmal spricht er von meinem Potenzial und dann beschuldigt er mich wegen waghalsigem Verhalten. Er meint, dass ich andere in Gefahr gebracht hätte. Vorher in der Dark Zone, nachdem ich die Mutter und ihre Kinder rausgeholt habe. Fuck, wir haben's doch geschafft, oder etwa nicht? Was soll denn ein Erfolg so waghalsig sein? Er hat was davon gefaselt, dass er sich Sorgen macht. Mein Kreislauf würde die Spritzen nicht so gut verkraften wie gedacht. Pusher ist besser als Pusher. Meine Testergebnisse waren immer perfekt. Wenn du mich fragst, verrät das mehr über ihn als über mich. Er kann es einfach nicht ertragen, dass sich ihm jemand widersetzt. Insbesondere jemand Junges. Oh, und noch was. Ich habe eine Verwarnung bekommen. Er würde mich im Blick behalten, sagt er. Scheiß auf ihn. Ich werde ihm schon was zeigen. Ich denke halt noch das dritte Mal schiessen. Tch!
Ich kann dem auch nicht ein Bier zahlen, ist okay. Ja, muss ich dann aufwärmen. Gestern hast du schon gesagt, du willst gar nicht mal schauen. Gut, heute ist Samstagprogramm, gell? Also. Gut, das verstand ich noch. Scheidung ist über Anspruch. Frank? Die erste Antenne ist einsatzbereit. Gut. Hören wir mal, worüber sich diese Mistkerle unterhalten. Nehmt die Jungs mit und geht nach Osten. Walters. Wir müssen ihn treffen. Sie gehen los, Aiden. Sie wollen Walls treffen. Im Osten. Es gibt noch eine Antenne oben auf einer Wohnanlage an der Kreuzung St. Paul Boulevard und Pete Street. Am Eingang zum Hauptkanal. Bring sie zum Laufen, dann können wir sie weiter belauschen. Verstanden. Aiden, der Körner evakuiert scheinbar die abtrünnigen Lager. Zuerst der Strom, dann die Überfälle auf den Zentralen. Viel Spaß mit der Krokettli. Und jetzt das. Scheinbar will Williams genauso wenig kämpfen wie wir. Oder er hat wirklich vor, die Schleusentore zu schließen und die Chemikalien wieder in die Stadt zu leiten. Aber seine Festung würde auch zerstört werden. Die Evakuierung ergibt keinen Sinn. Wir müssen die Reichweite erhöhen, um mehr zu erfahren. Jetzt.
Frank, ich habe die zweite Antenne zum Laufen gebracht. Da waren Abtrünnige. Hier, auf dem Dach. Apropos, ich höre sie wieder reden. Treffen im Garrison Boulevard, die alten Büros. Walt gibt uns dort neue Befehle. Was Neues über diesen Fehler? Nein, aber er hat jemanden gefunden, der ihm hilft, auf die Datenbank zuzugreifen. Wenn du was über diesen beschissenen Pilger weißt, sag's mir. Sucht weiter. Frank, ich muss dahin, wo sie sind. Du hast sie gehört, Aiden. Walt sucht dich. Er weiß, wie man an die Datenbank rankommt. Er hat jemanden gefunden. Er ist zu stark für dich. Und du spielst ihm direkt in die Hände. Wenn ich nur so die Wahrheit herausfinden kann, dann ist es halt so. Du bist ein Dickkopfjungchen. Dickköpfig wie Lawan. Ich melde mich. Ausgelacht. Spinner, Freak, Panik,
gesagt, dass alles zur Hölle fährt. Und das ist es auch. Jetzt kauf eine Kiste Wodka und schwing deinen fetten Hintern hierher. Wenn wir uns schon von der Welt verabschieden müssen, dann lass uns doch mal richtig krachen. Er zuerst. Und dann holen wir uns diesen GRE-Angestellten von Old Villador. Wo ist Waltz? Waltz? Wir brauchen Waltz nicht, um uns um dich zu kümmern. Boah, der gute alte Frank. So naiv. Leute warnen. Redet viel zu viel. Schnappt ihn euch! Entweder bin ich high oder du bist der. Aiden, bist du okay? Ich denke schon. Ja, Waltz war nicht hier und sie wissen, dass wir sie belauscht haben. Ich weiß. Du weißt? Jemand wollte mich warnen, aber die Warnung kam zu spät. Geht's dir wirklich gut? Ja, ich... Die Infektion, ich hatte einen Schub. Die Abtrünnigen sprachen über eine GRE-Ärztin vom Bazaar. Waltz sucht sie auch. Eine GRE-Ärztin vom Bazaar? Ich sehe mir das an. Wer wollte dich warnen? Tja, das ist das Merkwürdige. Es war Hakon. Er will sich mit dir treffen. Ich wusste nicht, dass ihr euch schon begegnet seid. Hast du mir was zu sagen? Ist eine lange Geschichte. Warum überrascht mich das nicht? Ich dachte, er hat die Stadt verlassen. Tja, er ist immer noch am Leben. Er wartet auf dich in der Kirche auf St. Paul Island. Und er hat Infos über Waltz. Und verdammt nochmal, vielleicht weiß er was über Lawan. Warum steckt er mehr dahinter? Ich fürchte, sie hat eine Spur zu Hakon gefunden. Und sie will ihn weiter jagen. Sie könnte also wieder in Gefahr geraten. Weißt du, was die Nightrunner zu etwas Besonderem gemacht hat, Aiden? Ich meine, zu echten Helden. Das waren nicht die Hemmstoffe. Nicht die Kraft oder die Schnelligkeit, die sie uns bescherten. Es ging den Nightrunnern um Ausgeglichenheit, um Selbstkontrolle.
Deshalb konnte Lawan kein Nightrunner werden. Nicht, weil sie zu jung war. Sie war die Schnellste. Tapferer als viele meiner Männer. Aber ausgeglichen war sie nie. Warum glaubst du, Harkon weiß etwas über Lawan? Zuerst mal, weil sie hinter ihm her war. Und weil es noch viel komplizierter ist. Also das letzte Mal, als sie so verschwunden ist, hatte sie dieser Scheißkerl abserviert. Wenn sie also jetzt nicht antwortet, ich mache mir große Sorgen, dass da noch mehr dahinter steckt und Harkon was damit zu tun hat. Ich treffe Harkon, Frank. Du versuchst herauszufinden, was aus Lawan geworden ist. Denk dran, sie hören dich auch ab. Klein, sei vorsichtig. Wer weiß, was Harkon im Schilde führt. Ich gehe zurück zum Fischauge. Viel Glück. Hallo? Wir sollten uns das mal ansehen. Hallo, hallo.
Jetzt hat der Robin schon gegessen. Was geht's denn beim Robin? Hey, du. Viel Spaß. Warte, ist das Sven von Lindmann? Nein. Was redest du da? Das ist ja noch. Hakon ist nicht hier, aber offenbar hatten Abtrünnige ihr Lager hier. Ah, das Feuer glüht noch. Aiden? Hey. Was wolltest du von mir, Hakon? Warum nicht? Ist ja schon eine Weile her. Hast offenbar ein paar neue Freunde. Und wie geht's Lawan? Du weißt nicht, wo sie ist? Nein, aber ich weiß, dass jemand die Top-Offiziere von Williams umbringt. Immer mit einem einzigen Armbrustbolzen. Klingt ganz nach Lawan, oder? Na gut, Pilger. Kommen wir zur Sache. Tüdelü. Walt hat dich also immer noch an der Leine. So, genug geredet, Aiden. Gib mir den Schlüssel. Was? Den GRE-Schlüssel, Aiden. Gib ihn mir. Ich will nicht mit dir kämpfen, Hakon. Na und? Mir egal, was du willst. Ich hab dir am Bazar den Arsch gerettet. Oh, du hast mir das Leben gerettet und ich dir. Wir sind quitt. Bilde dir nicht ein, dass wir deshalb Freunde sind. Waren wir nie. Also, gib mir den Schlüssel. Du weißt, das geht nicht. Nehmt ihm diesen scheiß Schlüssel ab! Yeah.
passieren. Du lebst nicht. War es das, was du wolltest, Hakon? Willst du mich wirklich töten? Für diesen Schlüssel? So viele Menschen sind schon gestorben. Du kannst das Rad nicht mehr aufhalten. Aber du hattest die Gelegenheit, mich zu töten, ihn mir am Bazar abzunehmen. Was hat sich geändert? Ja, was wohl, Junge? Du hast versprochen, mich aus der Stadt rauszuholen. Wir hatten eine Abmachung. Aber du hast mich verraten. Und du denkst, Waltz lässt dich gehen? Einfach so? Du weißt, was er mit Dylan gemacht hat. Und all den anderen. Ja, aber die standen ihm auch im Weg. Dylan hat ihn hintergangen. Lukas wollte den Schlüssel nicht hergeben. Also? Also hast du ihn ermordet. Der Schlüssel ist meine Fahrkarte aus der Stadt. Wirklich eine Schande, dass ich dich umlegen muss. Hakon! Du entkommst nicht! Vielleicht, aber anschauen willst du mich nicht. Ich bin nicht mehr so hübsch wie früher. Wir haben beide deinen Biomarker gesehen. Du wirst mich nicht rechtzeitig finden! Yeah.
Wie viele Leute hast du enttäuscht, Harkon? Killian, Frank, Levon. Warum hast du sie hintergangen? Hat Frank dir vom Fernsehsender erzählt? Hat er gesagt, ich hätte Schiss gekriegt, oder? Tadalacke, falsch. Es war ein Himmelfahrtskommando. Und Levon, warum hast du sie verlassen? Was? Woher weißt du davon? Antworte einfach. Ich hatte einen Pakt mit dem Teufel. Und sie kämpfte mit eigenen Dämonen. Was redest du da? Ich ging weg, um sie zu schützen. Wäre ich geblieben, hätte Walt sie umbringen lassen. Also warum hast du dich ihm angeschlossen? Und Frank hintergangen? Hab ich nicht! Ich habe Frank nicht hintergangen. Ich wollte die Dinge in Ordnung bringen. Nach der Sache mit dem Sender wollte ich Walt ausspionieren. Aber er hat Verdacht geschöpft. Und gedroht, Lawan zu töten. Und jetzt ist es zu spät. Frank, Aiden hier. Harkon ist tot. Oh, scheiße, nein. Nein. Ich wusste, das passiert. Nun gut. Komm zurück zum Fischauge. Ich hatte noch was über Waltz aufgeschnappt. Er geht nach Old Villador Aiden. Die Person, die er aufgespürt hat, ist eine GRE-Ärztin. Hat das mit der Datenbank zu tun? Ja, und ich glaube, ich kenne die Person, hinter der er her ist. Ich versuche, sie per Funk vor ihm zu erreichen. Ich nehme den Schlüssel, Aiden. Stopp, Harkon. In deinem Zustand kannst du nicht kämpfen. Das finden wir bald raus, oder? Harkon, sprich mit mir. Das ergibt alles keinen Sinn. Haben dir die Nightrunner nichts bedeutet? Willst du die Dinge nicht wieder gut machen, Harkon? Da gibt's nichts wieder gut zu machen. Die Nightrunner sind Geschichte. Egal, was Frank sagt, Tote weckt er nicht auf. Obwohl es schön wäre. Was geht hier wirklich vor? Frank sagt, du hast dich mit den Nightrunnern überworfen? Seitdem frage ich mich jeden Tag. Wäre alles anders, wenn ich da gewesen wäre? Wären meine Freunde noch am Leben? Zurückholen kann ich zwar niemanden, aber ich habe mir geschworen, mich Frank und Lawan gegenüber zu beweisen. Ich will nicht mehr mit dir kämpfen, Harkon. Ich auch nicht, Junge. Ich auch nicht. Ah, ich bin so müde. So verflucht müde. Danke, dass du ihn für mich weichgekocht hast. Ah, mein Sonnenschein mit ihrer tödlichen Armbrust. Halt die verdammte Klappe. Gut, dass du mich nicht umgebracht hast, Aiden. Sie wäre ziemlich sauer gewesen. Lawan, wie hast du mich... Ich habe eigene Verbindungen. Versuch mich aufzuhalten und wir sind keine Freunde mehr, Aiden. Harkon zu töten wird dir nicht helfen, Lawan. Was weißt du schon? Ich weiß von den Nightrunnern.
Frank hat es mir erzählt. Er sprach über Ausgeglichenheit und Loslassen. Ach ja, da ist er ja Experte. Aber er hat losgelassen. Und du könntest das auch. Oder nicht? Luan, er sagte, er wollte dich schützen. Wovon spricht er da, Arschloch? Er sagt, er hat sich Waltz angeschlossen, um ihn auszuspionieren. Aiden, halt's Maul! Aber er musste aufhören, weil Waltz gedroht hat, dir weh zu tun. Blödsinn. Ich weiß. Verscheiß er mich nicht! Luan! Das ist Blödsinn. Mach, dass du rauskommst. Bist du sicher? Geh, bevor ich es mir anders überlege, Arschloch. Tut mir leid. Wie geht's dir? Ich weiß nicht. Ich fühle mich irgendwie endlich ruhig, aber... Ich hätte ihn töten sollen. Er steht auf meiner Liste. Immer noch. Dann wirf die Liste weg. Die Liste ist mein Lebenszweck. Nur deswegen halte ich durch. Wirf sie weg, Luan. Du glaubst, du kennst mich? Fick dich. Luan, warte. Frank? Wo warst du, Junge? Ich warte am Fischauge auf dich. Komm endlich her. Ja, seit wir zuletzt miteinander geredet haben, ist eine Menge passiert. Scheiße, verdammte. Was ist passiert? Bist du okay? Ja, mir geht's gut. Du wirst es nicht glauben, aber Luan war da und sie hat Hakon gehen lassen. Was hat sie? Ja, sie hat ihre Abschussliste vernichtet. Das haut mich um. Spar dir den Schock für später, Frank. Was ist mit der Ärztin, von der du... Komm zum Fischauge, Aiden. Ich erzähl dir alles.